Das perfekte Chaos grüßt euch zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Legend of Zelda Link to the Past. Wir sind hier in Kakariko stehen geblieben, auf der Suche nach dem Dorfältesten, denn er ist der Einzige, der uns über das legendäre Master Schwert Auskunft geben kann. Denn das wäre die einzige Waffe, die uns leider im Kampf gegen diesen Magier Aghanim helfen könnte, der gerade versucht, die sieben Maiden zu entführen, wovon er schon sechs entführt hat. Und die siebte konnte mir gerade so noch retten. Vielleicht weiß die etwas davon. Alarm! Wache! Hier ist der gesuchte Sonic! Wache! Kommt schnell! Und die ist eine Verräterin, die gleich die Wache ruft, wenn wir gesichtet werden. Also, Magier hat auch schon die Dorf. Bewohner infiziert mit seinen Lügen. Also das wird lustig, wenn das gesamte Dorf auch schon hinter uns her ist. Und ich glaube, das hier kann man... Da bin ich mir jetzt absolut nicht sicher, aber ich glaube, irgendwo kann man das sprengen. Weil ich höre jetzt da nicht, dass man das sprengen kann und ich möchte jetzt die letzte Bombe nicht unnötig verschwenden. Wer weiß, wo man die sonst noch gebrauchen kann. Sonic, ja? Der alte Kerl? Du meinst wohl den Dorfältesten? Gut, ich sage es dir, aber verrate es nicht den Bösewichten. Er versteckt sich in einem Haus nahe des Ostpalastes. Ich markiere den Ort auf deiner Karte. Oh, danke. Das ist wenigstens nett, also die Kleinen kannst du nichts vorschreiben. Die sind wenigstens immer nett. So. Nimm dir, was du willst, die Preise stehen dran, drücke R. So, und wenn wir schon dabei sind, kaufen wir jetzt noch ein paar Bomben. Und wenn die Zahl gelb erscheint, dann seht ihr, dass sie gerade die maximale Anzahl hat. Wir könnten jetzt noch 150 noch ein rotes Elixier nehmen. Aber ich werde das jetzt mal vorerst mal nicht nehmen, weil ich brauche noch das Geld, was ich noch mit Bomben haben will. Jetzt will ich mal überprüfen, ob man das wirklich nicht sprengen kann. Seht ihr, das Spiel lügt einen hier sogar an. Das Schwert sagt einem, man kann das hier nicht sprengen, aber trotzdem, man kann es hier sprengen. Und hier sind ein paar Mäuse, die man besiegen kann. Ich glaube, hier kann man, wenn ich mich nicht irre. Ja, hier kann man nämlich gratis Bomben fahren. Das heißt, ich habe jetzt gerade 50 Rubine für Bomben verschwendet. Wenn ich einfach mal das Risiko gegangen hätte, hätte die letzte Bombe hier verschwendet. Oder verwendet. Verschwendet wäre es ja nicht gewesen. Dann hätte ich mir jetzt 4 Bomben sparen können. Hätte mir jetzt nicht 50 Rubine für eine Bombe kaufen müssen. Ja gut, kann man halt vorher nicht wissen, weil... Eigentlich sollte ich das Spiel auswendig kennen, aber ich bin halt doch nicht mehr so gut informiert. Die hübsche Dame? Ah, sie ist gesehen. Sehr hübsch. Die Dame wohnt am Wasserfall der Wünsche, da bei den Hügeln und bei der Flussquelle. Die musst du dir mal ansehen. Die wird schon... Ich glaube, der ist besoffen. Und was mit dir? Mein Sohn hat so gerne Flöte gespielt. Doch es ist lange her. Er zog aus, die goldene Macht zu suchen und kam nie mehr zurück. Er weiß schon, wo er ist und was er macht. Ich weiß sogar, die Leute suchen nach der goldenen Macht. Ob das gut rauskommt. Auf jeden Fall kann man hier hinten noch in die Bar rein und hier eine Truhe öffnen mit. Eine weitere magische Flasche. Darin kannst du Verschiedenes für später aufbewahren. Das heißt, hier kriegt man auf jeden Fall die zweite leere Flasche, wenn man noch eine weitere bräuchte. Das heißt, ihr könnt jetzt auch theoretisch 150 verschwenden, nur um ein rotes Elixier kriegen. Aber ich glaube, man kann die auch irgendwo günstiger kriegen. Ja, und das Schild sagt doch wieder das Gleiche, dass der gesucht ist. Oh, Sonic, ich weiß, mein Hof ist nicht gerade hübsch, aber du bist willkommen. Endlich habe ich jemanden, der mir zuhört. Ich kenne eine interessante Geschichte. Bei der Flussquelle gibt es einen See, in dem jede Menge Zoras leben. Schwer zu finden. Aber der Schatz der Zoras soll wirklich... Das müsste man sich mal ansehen, oder?
Ja, ich glaube, das könnte man mal in Betracht ziehen. Ich glaube, was man auch noch in Betracht ziehen könnte, ist, dass ich gerade noch an etwas erinnere. Ich glaube, mit dem Typen können wir dann auch etwas bekriegen, wenn wir schon mal eine leere Flasche haben. Das heißt, entweder zahlt die 100 für eine leere Flasche oder die klaut dann eine bei der Milchbar. Tut mir leid, aber ich kann nicht aus dem Haus, weil ich krank bin. Ich bin wohl durch die Kälte des Bösen, die aus den Bergen kommt, krank geworden. Hier, mein Schmetterlingsnetz. Ich kann es im Moment sowieso nicht gebrauchen. Du hast dir dieses Schmetterlingsnetz geliehen, damit lässt sich so manches einfangen. Und glaub mir, das Schmetterlingsnetz werdet ihr noch gebrauchen. Ich werde dich lieber mal nicht in die Nähe treten, wer weiß, ob du mich auch verrätst. Anik, es geht das Gerücht, du hättest die Prinzessin entführt. Ich bin nicht bereit, das so einfach zu glauben. Man glaubt ja sowieso nicht mehr das, was sie alles bei dem Bild schreiben. Du hast auf jeden Fall schon mal mehr verstanden als die meisten der Dorfbewohner. Die hätten Dreck. Das soll jetzt nicht heißen, dass ihr alle irgendwelchen Lügen glaubt. Ich glaube, das hätte ich jetzt lieber nicht sagen sollen. Ich glaube, ich habe mir jetzt gerade eine Menge Feinde gemacht. Wenn ihr jetzt noch eine sprengbare Wand da hinten findet ihr noch 20 Rubine. Also vergesst, was ich gesagt habe. Ich habe nichts gesagt. Ist mir einfach nur so blöd rausgerutscht. Und ich glaube, sonst haben wir nichts mehr. Was sonst noch ein Haus? Ach ja, das Porträt, das sieht einem Mario-Charakter. Der ist ähnlich, ja, das ist nämlich Mario. Kann man auch dran ziehen, da kriegt man doch 4-5 Rubine raus. Aber ich glaube, wir sind jetzt hier auf jeden Fall im Dorf Kakariko fertig. Ich könnte jetzt da gleich auch in des Ostpalastes gehen. Aber zuerst möchte ich etwas überprüfen, ob ich das schon machen kann. Und zwar gibt es, der Kathedrale gibt es auch noch eine Feenquelle, wo man etwas upgraden kann. Und ich möchte schauen, ob ich da schon den Boomerang upgraden kann für einen besseren. Wenn das ginge, wäre das sogar schon praktisch. Und hier, glaube ich, für die zu verschieben. Ne, das geht auch schon so. Okay. Also schauen, wo deine Grabstein liegt. Nein, die Biene lassen wir jetzt mal da. Okay. Ich glaube, man kann sogar schon in die Katakomben rein. Kann das sein? Nee. Da braucht man auf jeden Fall etwas, um diesen B-Stein oder diesen Achterstein, die hellen, hochheben zu können. Also, Papi, dann haben wir, glaube ich, auch die Möglichkeit, auch den Grabstein zu verschieben. Denn dort, wo ich gerade den hochheben wollte, weil dort ist nämlich der Zugang zu den Katakomben. Okay, da ist nur eine Feenquelle, um zu heilen. Okay, dann habe ich die Feenquelle irgendwo anders in Erinnerung, also dann haben wir da noch keinen Zugang. Also dann ist das mal vorerst mal Geschichte. Aber wir kommen auch von diesem Ort eigentlich auch sehr gut zum Ostpalast. Jetzt muss ich nur gerade schauen. Oder will ich zuerst mal ein bisschen erkunden oder gehe ich lieber direkt zum Ostpalast? Wobei ich erkunde zuerst mal ein bisschen was. Ein bisschen Erkundung hat auch niemand geschadet, weil das könnte mir doch ein bisschen was bringen, weil ein paar Herzteile werden auf jeden Fall schon mal nicht schlecht, bevor ich den Ostpalast gehe. Weil ich kann schon mal so viel verraten, weil beim Ostpalast, da wird auf jeden Fall schon mal ein paar gute Herausforderungen auf uns warten. Ein bisschen mehr Herzen wären auch nicht
schlecht. Vielleicht finde ich irgendwo noch eine Fanquelle, in dem ich noch ein paar Fan finden würde. Weil jetzt mit dem späteren Gesetz sollte ich auch in der Lage sein, diese zu fangen. Und mit den zwei leeren Flaschen kann ich auf jeden Fall zwei Fan mitnehmen. Denn ich möchte, solange es geht, die Game Overs verhindern. Einfach solange es geht. Heißt nicht, dass ich das unbegrenzt lange halten kann. Okay, in der Bücherei, da müssen wir dann später nochmal hinkommen. Da kriegen wir auch noch ein Buch. So, aber ich glaube, hier können wir auf jeden Fall noch etwas machen. Hey Sonic, ich hatte einen Streit mit meinem jüngeren Bruder. Noch dazu wegen einer Kleinigkeit. Aber es ging mir einfach ums Prinzip. Da habe ich die Tür zu seinem Zimmer zugemauert. Also wenn ich das mit meinem Bruder immer gemacht hätte, immer die Tür zugebaut. Alter, da wären Kosten aufgesprungen. Ich mach die jetzt mal wieder frei. Und vertragt euch bitte. Die Tür ist also wieder offen? Na gut, dann vertrage ich mich mal wieder mit meinem Bruder. Sag mir mal so, es ist besser so. Ich kann es von meiner persönlichen Erfahrung auch sagen, weil ich hatte auch öfter Streit mit meinem Bruder vor allem in den Anfangszeiten. Wir haben uns dann, sagen wir mal so, nach ein paar Minuten wieder vertragen. Das wäre nichts gewesen. Wir sind nie nachtragend. Und Sonic, was sagt mein großer Bruder? Ist er noch sauer auf mich? Ich glaube nicht. Der wird sich wieder beruhigen. Also von meiner Erfahrung her, die sind nie nachtragend. Oder sagt mir nur selten nachtragend. Also zumindest in meinem Fall. Wenn es dir gelingt, das Ziel in 15 Sekunden zu erreichen, winkt dir ein toller Preis. Achtung, fertig, los! Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe, weil ich den Kurs nicht auswendig kenne. Gut, wenn ich da abkürze, könnte es noch klappen. Bei diesem Versuch betrug deine Zeit 0 Minuten und 11 Sekunden. Super Glückwunsch, du hast dich qualifiziert, da überreiche dir ein Herzteil. Vielen Dank. Was ein Herzteil gefunden. So, noch ein weiteres und dann haben wir auf jeden Fall schon mal das fünfte Herz-Container. Oder sagen wir ein zweites Herz-Container. In Form von... Diesmal in Form von Herzteilen hat dann aber ein fünftes ganzes Herz. So rum eigentlich. Meinte ich es! Alter, und die sind heute aggressiv, die Ritter. Also kein Wunder, die wollen mich alle tot sehen. Denn ich habe ja Aghanims Plan gerade mal vereitelt. Ich kann jetzt das Siegel ja vorerst mal nicht brechen. Ist das der Junge, der Flöten spielt? What the fuck? Okay, das war anscheinend nur eine Illusion. Oder er war wirklich mal hier und jetzt ist er dann irgendwo verschwunden. In ein Nirvana, das niemand mehr kennt. Ah, mir sonst doch. Ach ja, die Bumerang-Typen, die Bong-Typen polarisiert sich auf jeden Fall lieber, weil. Wenn die mal mit den Böcken loslegen, dann gute Nacht. Das sind Fernkampfmonster. Und ich glaube, sonst hat mir eigentlich hier in der Nähe nichts mehr. Das kann ich mich auch gar nichts mehr erinnern, weil beim Schloss kann ich auf jeden Fall auch nichts mehr tun im Moment. Da haben wir noch ein paar Steine auf, das können wir gerade auch nichts damit tun. Sind wir auf jeden Fall wieder in der Nähe unseres Hauses. Ich glaube, da unten können wir noch etwas erledigen. Aber da ist auf jeden Fall noch eine sprengbare Wand. Vielleicht geht es halt auch alle bekannten Punkte ab, die ich sonst im Randomizer auch immer abgehen würde. Wir haben hier die sogenannte Hype-Cave, die anscheinend nur in der SNES-Version existiert. Und ich habe die verwechselt, weil ich weiß nicht, ob die alle komplett gleich sind.
Aber ich weiß auf jeden Fall von einem Herzteil, das existiert. Dann müssen wir dafür ein bisschen runter. Ach ja, und wenn ihr einen Stein seht, der leuchtet, dann könnt ihr mit dem Schwert draufhauen, da kommt da massenweise Rubine raus. Das sind so Art wie die Geldsteine aus Animal Crossing. So, dann machen wir jetzt erstmal dies hier, um diese Truhe zu öffnen und mir wieder ein paar Bomben zu kriegen. Obwohl die wieder unnütz wären. Ich glaube, ich hatte schon die maximale Anzahl. Okay, wir brauchen das zu resetten und dann öffnen wir mal hier kurz die Schleuse. Das lässt dann den See austrocknen und das gibt uns dann noch eine weitere Belohnung frei. Nämlich ein weiteres Herzteil. Damit ist unsere Herzzahl jetzt auch gestiegen. Haben jetzt auf jeden Fall 5 Herz. Und das sollte mal fürs Erste auch reichen. Sonst müsste ich jetzt mal gut überlegen, wie ich jetzt weiterfahre. Ich glaube, also zur Wüste brauche ich jetzt noch nicht zu gehen. Weil da kann ich jetzt nicht viel erledigen. Weil dort müsste ich dann später mal hin. Aber wir gehen mal in Richtung des Sees. Da ist auf jeden Fall noch eine Höhle. Glaube ich zumindest, dass es da eine Höhle ist. Ja, da ist eine. Aber ich glaube, da sind auf jeden Fall eine Menge Truhen. Und ein paar Moldarms. Die jetzt ein bisschen schwierig werden könnten. Polarisieren kann man die anscheinend nicht. Aber man hat die Engine Trick 17, man kann nämlich unten noch durchlaufen, weil da ist der Boden dick genug. Das heißt, man muss nicht mal Bomben schmeißen. Oben ist der Boden nicht mehr dick genug, dass man die einfach durchlaufen kann. Ja. Haben wir auf jeden Fall noch einen Dieb. Immer ein paar Rubine, aber sagt niemandem, dass sie von mir sind. Verstanden? Hier kriegt man ihm einfach 300 Rubine in den Hintern geschoben. Danke. Das nennt man Bestechungsgeld. Dann haben wir hier nochmal ein paar Bomben. Dann haben wir hier 20 Rubine. 20 Rubine. 20 Rubine. Also wir haben jetzt insgesamt 360 Rubine und 3 Bomben aus dieser Höhle bekommen. Ich glaube, das ist nämlich die sogenannte Hype Cave. Ist die Randomizer Runner sagen. Wenn ich mich doch so richtig erinnere. Den Randomizer Run ist jetzt auch schon über ein Jahr her, dass ich ihn das letzte Mal gemacht habe. Wobei ich wieder mal Bock hätte, den mal privat zu spielen. Das mal mit verschärfteren Regeln. Also so Key-Sanity-Regeln. Also ich bitte mal auch bei OT so machen. Also Key-Sanity und Room-Sanity. Wird es mal so, dass ich einfach die Dungeons untereinander mit. Dass einfach die Eingänge mal da sind, dass zum Beispiel mal im Dekobam jetzt mal die Eishöhle ist. Oder im Dekobam mal der Geistertempel. Also so um den Dreh halt. So. Wir haben ja auf jeden Fall noch eine Höhle. Sogar zwei. Eine müssen wir auf jeden Fall noch freisprengen. Ja, hier haben wir also Feen, die mal einfangen können. Was ist deine Fee gefangen? Was hast du mit dir vor? Nenn doch hier eine Flasche. Das sind nämlich meine lebensrettende Feen. Denn solange sie in der Flasche sind, können sie mir auf jeden Fall Leben retten. Ach ja, und zu der Stadt
tue hier, da müssen wir dann später nochmal kommen. Ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, aber ich glaube, hier kriegt man, glaube ich, noch etwas Spezielles, sobald wir dann eine Möglichkeit haben, diese anzurempeln. Wenn ich mich nicht irre. Da muss ich da mal schauen. Weil über diesen Eingang kommen wir dann hier zu dieser Truhe, in dem hier ein magischer Eisstab auf uns wartet. Seine kalte Magie durchschneidet die Luft. Achte auf deine Magieanzeige. Sagen wir mal, der Magiestab, also der Eismagiestab hier, wirkt ein bisschen wie nutzlos. Aber den werden wir früher oder später dann noch gut gebrauchen können. Sagen wir mal so, für sehr viel später wird er auf jeden Fall noch einen sehr großen Nutzen haben. Also der ist nicht umsonst da. Und ich sollte vielleicht aufpassen, weil ich bin jetzt dann fast schon drum und dran, jetzt die erste Fähre zu verwenden. Wenn das weitergeht. Weil die Gegner gerade kein Herz droppen wollen. Aber wir wissen ja, wo eine fähige Quelle ist. Also wenn es hart auf hart kommt. Und ich glaube, das mit dem Schild habe ich jetzt auch gelöst. Das ist eher passiv. Also solange ich nicht schlage. Wirkt das auch? Lass mich in Ruhe. Ich will jetzt nicht nur die erste Pfeffer verwenden müssen. Danke. So, aber jetzt ist auf jeden Fall genug mit der Erkunderei. Also sagen wir mal so, wir haben mehr als die Hälfte der Erkundungen abgeschlossen. Mehr gibt es jetzt auch nicht mehr so viel zu tun. Also den Großteil haben wir erledigt. Können wir einmal noch da runter. Haben wir nämlich... Autsch! Und interessant, dass wir mit dem Bumerang einen Pfeil abwehren können. Okay, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein... Dingszelt? Ja, ein Wahrsagerzelt. Solltet ihr mal Probleme haben im Spiel, kann man hier die Zukunft voraussagen lassen. Ach, und wegen den Rubin... Ich bin jetzt hundertprozentig, aber ich glaube, hier gibt es keine Begrenzung. Ich glaube, nur eine Begrenzung bei 999. Bei SNS, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob die da bei über 1000 auch geht. Zumindest weiß ich, bei Brandomizer geht sie bei 9999. Ob das auch hier schon so weit geht, das weiß ich nicht. Da bin ich mir absolut nicht sicher, aber ich kann schon mal sagen, dass die Rubine werden wir vor allem an einer bestimmten Stelle noch sehr gut gebrauchen können. So, was haben wir denn hier? Da hätten wir nochmal einen Shop. Aber irgendwo gibt es auf jeden Fall noch einen Magie-Shop, den wir noch die Tränke viel günstiger kriegen. Da will ich jetzt auf jeden Fall noch zuerst hin. Oder beziehungsweise... Wir holen mal... noch etwas... Wobei, nee, ich glaube... zur Zora-Quelle komme ich glaube ich noch gar nicht. Ich glaube, da muss ich auf jeden Fall noch etwas holen. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich die Zora-Quelle auf ein anderes Mal verschieben. Das heißt, alles, was oben ist, wird mir mal vorerst mal weglassen. Aber ich will zuerst mal schauen, wie teuer die Tränke sind in meinem Magie-Shop, damit ich schon mal weiß, ob das lohnt. Und ich weiß, was ich jetzt auch noch machen hätte können. Aber da müsste ich jetzt wieder sehr viel laufen, weil ich hätte auch im... Wald, oberhalb vom Kakariko hätte ich auch noch einen Pilz holen können.
Wenn ich dann schon zu den Hexen gehe. Ich glaube, ich hol den Pilz schnell. Und damit das für euch gerade nicht langweilig wird, werde ich jetzt kurz cutten. Ich glaube, den Weg kennt ihr, oder? Gut, also so viel ist es auch wieder nicht. Ja, ich glaube, ich kann das mal kurz nach drin lassen. Das ist ja nicht viel. Ich behaupte hier sehr viel zu erkunden. Es ist fast wie Breath of the Wild. Du weißt, dass vielleicht gerade mal ein Bruchteil davon bei Breath of the Wild hast. Die Map hier in hundertfacher Ausführung. So, jetzt muss ich durchschauen. Okay, egal, da muss ich noch weiter hoch. Weil wir wollen den oberen Eingang nehmen. Also auf jeden Fall, welchen Dungeon wir als erstes angehen müssen. Also wir können die Dungeons nicht geschaffelt gehen wie im Randomizer damals. Also wir haben diesmal wirklich einen vorgeschriebene Reihenfolge. Recht täuschend bist, aber der Band fühlt sich beim Sägen merkwürdig an. Hey Sonic, ein seltsamer Nebel hat sich über den Wald gelegt. Sei vorsichtig. Was haben wir hier? Das Salzfäller aus A, B und Q Holzhack. Ich habe keine Kraft mehr. Ich kann nicht Bäume fällen, wie es die Riesen tun. Aber was Rätsel betrifft, bin ich unschlagbar. Ja, die einen haben es halt in den Armen und die anderen im Köpfchen. Ja, und hier könnte mir auch noch ein Headset holen, aber da müssen wir halt auf einen anderen Weg hinkommen. Das Problem ist halt, nur da komme ich glaube ich erst hin, wenn wir in der Geschichte schon ein bisschen weiter sind. Aber holen wir jetzt auf jeden Fall mal den Pilz. Ist das das Masterschwert? Hurra, das Masterschwert! Nein, doch nicht. Schade. Blödes Schwert. Ich bin auf jeden Fall wegen diesem Pilz hier. Dieser Pilz duftet süßlich nach verfaulten Früchten. Gib ihm jemanden, der ihn haben möchte. Wähle ihn aus und drücke A. Und wir wissen auf jeden Fall schon mal, wer ihn haben möchte. Aber ich werde da bis zu deinen Stellen dann auf jeden Fall auf Kim hinlaufen. Wir werden jetzt hier noch etwas erlernen können, denn hier können wir auch noch rein. Um uns noch ein Herzteil abzuholen. Vielleicht hätte ich mir auch noch eine Herzteilliste für, erstellen sollen. Wäre vielleicht schlau gewesen. Hey du, was hast du hier zu suchen? Das ist das Versteck unserer Diebesbande. Ohne Rat, das kannst du hier nicht einfach reinspazieren. Ach übrigens, ein frühes Mitglied unserer Bande soll jetzt angeblich in der Wüste leben. Interessant. Naja, und der Pilz geht mit dann auf jeden Fall der Hexe ab. Aber ich glaube, ich werde auf jeden Fall den Part auch an der Stelle beenden. Ich gehe mal auf Cap bis zu der Einkreuzung zurück. Und ich glaube, ich kümmere mich schon mal um die Herzteilliste. Ich habe jetzt wenigstens erst 5 Herzteile gesammelt. Da wird es mir noch ein leichtes sein, davon zu entscheiden, welche Herzteile habe ich schon gesammelt und welche nicht. Also, da bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr nichts verpassen wollt. Zwischenzeit haue ich noch ein paar Krähen um. Auf jeden Fall dann bis zum nächsten Part. Ciao!